Mr. Gelsinger, Sie haben jetzt gerade unterschrieben, Inter hat den Vertrag unterschrieben. Wie fühlen Sie sich jetzt, nachdem Sie das gemacht haben? How are you doing right now after signed everything? Well, today's a thrilling day. You know, to me, the combination of our announcement in Poland last week. Heute ist ein aufregender Tag. Die Kombination unserer Ankündigung in Polen vergangene Woche und diesem größten Investment in der Geschichte Europas mit riesiger Unterstützung durch den Kanzler und die Bundesregierung ist wirklich spektakulär. Wir sind hoch erfreut, dass wir das Projekt nun weiterreichen können, um von der EU-Kommission Zustimmung zu bekommen und um dann mit dem größten Bauprojekt, das wir hier je angegangen sind, zu starten. Wir wollen Spitzentechnologie produzieren. Und nun kommen Europa, Deutschland und der EU-Chips Act zusammen. Das ist wirklich aufregend. This is an exciting day. So it took 15 months from the information that you want to invest until right now to the signature. What were the difficulties in the negotiations? Es hat 15 Monate gedauert, als Sie verkündet haben, nach Europa zu kommen, nach Deutschland zu gehen. Jetzt ist der Vertrag unterschrieben. Was waren die Schwierigkeiten bei den Verhandlungen? Well, a lot happened in that period of time, and clearly the Ukraine situation, the energy situation, inflation. In dieser Zeit ist viel passiert. Der Krieg in der Ukraine, die Energiepreise, die Inflation. All diese Variablen waren noch nicht bekannt, als wir die Gespräche begonnen haben. Das hat die Kosten für das Projekt natürlich extrem verändert. Deshalb haben wir mit unseren deutschen Partnern gesprochen und erklärt, dass wir uns neuen Herausforderungen stellen müssen. Wir sind sehr dankbar, dass wir in produktiven Gesprächen Wege gefunden haben, die finanziellen Lücken zu schließen. But also to advance the technology. You know, this is a more advanced technology than we originally conceived for the project. And obviously now with the what I like to call not just the silicon. Hinzu kommt, dass wir eine ausgefeiltere Technologie produzieren wollen, als wir ursprünglich geplant hatten. Wir haben nun nicht nur eine Silicon Junction in Magdeburg, sondern zusammen mit der Anlage in Wroclaw einen Silicon Cord für Superspitzentechnik und arbeiten damit an den Versorgungsketten in Europa. Wir sind sehr froh darüber, was wir heute erreicht haben und welchen Einfluss das auf die Neugestaltung der Versorgungsketten der Welt haben wird. Geografisch unabhängige Versorgungsketten sind extrem wichtig für die Zukunft von allem Digitalen. Und alles Digitale funktioniert mit Halbleitern. So the ink is dry from the treaty. Next question is there a timetable? What will be the next step for Intel? And do you know when the construction will start this year, next year? Die Tinte ist trocken unter dem Vertrag. Wie geht es jetzt weiter? Gibt es einen Zeitplan? Wann werden die Bauarbeiten starten? Dieses Jahr oder auch erst im nächsten Jahr? From here we grab hands with our German colleagues and we go to Brussels. You know, and next is getting DG Comp approval, verifying that every aspect of the project meets the state aid requirements, and we expect that to take a number of months for that process to complete. But as soon as we finish with von hier aus geht es gemeinsam mit unseren deutschen Kollegen nach Brüssel. Dort werben wir um Zustimmung und hoffen, dass alle Aspekte des Projekts die Voraussetzungen für die Förderung erfüllen. Dieser Prozess wird wahrscheinlich einige Monate dauern. Sobald wir die Zustimmung der EU haben, wollen wir starten. Ich habe zum Kanzler am Ende unseres Treffens gesagt, dass ich hoffe, dass wir Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres mit Schaufeln auf der Baustelle stehen. Dann wird es 4 oder 5 Jahre dauern, die Fabriken zu bauen, bevor wir mit der Produktion starten können. Aber die Bauarbeiter können im Prinzip direkt loslegen. Denn es ist ein extrem aufwendiges Bauprojekt. Es ist eines der größten Bauprojekte der Geschichte, um eines der kleinsten Dinge aller Zeiten zu produzieren. Vor diesem Hintergrund werden wir Tausende beschäftigen. Wir planen mit bis zu 7000 Bauarbeitern. Also es ist ein riesiges Projekt. Aber wir werden damit wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres starten. When shovels will go in the ground and we'll get started with one of the largest construction projects that has ever been done. Before or after the winter, yes? Next question to the finances. How much is Intel investing in Magdeburg and how much will the German government paying for it? The agreement calls for about 33-34 billion euros that we'll be investing in the project, and the agreement with the government is about 9.9 billion of subsidies that they'll be providing for the project. And again, I always like to say, as you think about those are. Wir gehen von etwa 30 Milliarden Euro aus, die wir in das Projekt investieren werden. Der Vertrag mit der Bundesregierung sichert uns 9,9 Milliarden Euro an Fördermitteln zu. Das sind außergewöhnliche Investitionen. Für jeden Euro an Fördermitteln zahlen wir mehr als 2 Euro für das Projekt. Das ist ein riesiges Engagement von uns in den deutschen und den europäischen Markt.
Mit jedem Arbeitsplatz, den wir schaffen, entstehen normalerweise 10 weitere Jobs im Umfeld. Das ist eine enorme ökonomische Entwicklung für die Region. Die ausgefeilste Technik aller Zeiten wird hier in Magdeburg produziert. Und das hilft, diese unabhängigen Versorgungsketten für die ganze Welt zu schaffen. Es hilft auch, die Versorgungsketten neu zu organisieren. Früher sind diese Ketten Schritt für Schritt aus den USA und Europa nach Asien gewandert. Nun wollen wir die Möglichkeit nutzen, um sie zurückzuholen. Alle Lebensbereiche werden digitaler. Und alles Digitale funktioniert nur mit Halbleitern. Wir bauen sie, wo sie gebraucht werden. Für unsere Wirtschaft, aber auch für die nationale Sicherheit. Das ist ein Riesenprojekt für ein sehr großes Ziel. Final question. First in German, in English, where do you get your professionals for the new fabs? Because you need engineers, you need a lot of professionals there, where you will get them. Woher werden Sie Ihre Fachkräfte bekommen? Wir haben großen Fachkräftemangel in Europa, in Deutschland. Wie gehen Sie davor? Wo sucht Intel seine Fachkräfte? You know, we expect that this will generate new employment opportunities. Some of those will be training, but we've also seen extraordinary enthusiasm from the very talented universities of Germany. Das Ganze wird neue Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen. Einige werden wir durch gezieltes Training ausbilden. Aber wir nehmen auch viel Begeisterung an den deutschen Universitäten wahr. Die wollen die Talente ausbilden, die wir für dieses Projekt brauchen. Aber wir werden auch Leute von hier an unseren Standorten in Irland und Israel ausbilden, damit sie das Wissen dann mit herbringen. Wir sehen Möglichkeiten, neue Fähigkeiten und Herangehensweisen an den Universitäten entwickeln zu lassen oder indem wir Leute umschulen. Das ist insgesamt ein aufregendes Thema, weil Spitzenwissenschaftler aus der ganzen Welt beteiligt sind, aber auch, weil Leute neue Fähigkeiten beim Bauen und Produzieren erlernen. Das komplette Spektrum der Arbeit wird an diesem Standort zu finden sein. Und das ist ein enormer Benefit für die Wirtschaft. Last question. You've been yesterday to Wittenberg as a Lutheran. How was it to you? Finale Frage. Sie waren gestern in Wittenberg als Lutheraner. Wie haben Sie diese Stadt erlebt? Well, when I think about going to Wittenberg, I'd say, you know, two quick comments. You know, one is that I would argue that of the last. Zu meinem Besuch in Wittenberg fallen mir zwei Aspekte ein. Ich würde argumentieren, dass Martin Luther die herausragende historische Persönlichkeit der vergangenen 1000 Jahre war. Er hatte großen Einfluss auf die Gesellschaft, die Bildung, den Einfluss des geschriebenen Wortes und die deutsche Sprache. Er war eine herausragende Person und die bedeutendste Figur der letzten 1000 Jahre. And when you also think about the significance of great religious sites, right, you sort of say, you know, as a Christian, as a, you know, somebody who came from the Lutheran, you know, family of religious. Wenn man über die Bedeutung großer religiöser Städte nachdenkt, als Christ, der aus der religiösen Familie Luthers kommt, habe ich das Gefühl, dass Wittenberg zu den Top 4 religiösen Orten der Welt gehört. Da sind Jerusalem, der Vatikan und natürlich Mekka. Aber auch Wittenberg ist ein herausragender spiritueller Ort dieser Welt. Wenn man über die Größe Luthers, die Bedeutung der Reformation und die christliche Religion nachdenkt, war das gestern ein sehr spezieller Tag. Es war eine Ehre, dass mir Rainer Haseloff eine private Tour durch sein Wittenberg gegeben hat. Da war sehr viel Leidenschaft und Begeisterung für seine kleine Stadt und ihren enormen Einfluss auf die Weltgeschichte zu spüren. Das war ein großartiger Tag, an den ich mich für immer erinnern werde. Thank you very much. Have a good journey home and come back soon. Thank you so much.